Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Flying Wind Station, Freunde. Ich wollte es spannend machen, hä? Oder was? Was geht ab? So, zack, da sind die Diamanten, da ist Kreis. Wir machen erstmal aber einen kleinen Warm-Alarmflug. Oh Gott, das war aber... Also mit Minus brauche ich gar nicht erstmal starten. Hoppala. Okay, das könnte aber... ist schon mal besser als gar nichts. So, dann machen wir erstmal hier den Super High Fly nach vorne. Puh, okay, Leute, ihr seht, die Ente wird aggressiver. Sie fordert uns heraus. Sie kommt in die Live-Streams, um uns mürbe zu machen. Ja, für nichts anderes. Alter, da geht's aber richtig rund jetzt. Schön ab nach vorne. Ich weiß gar nicht mehr genau, was in der letzten Episode passiert ist. Ich bin schon wieder so geistig und mental verwirrt und neben der Spur. Ja, das könnt ihr euch wieder kaum vorstellen. Doch, ihr könnt euch das vorstellen. Ein paar von euch kennen mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Guck mal, Paiko. Paiko ist weitergeflogen. Paiko hat ein paar Minuten gespielt. Ich hab's gesehen. Oh, guck mal, wie er ansaugt hier. Super Saugkraft. Wunderbar, da ist er gut unterwegs. Da muss man auch sein. Muss man auch sein heutzutage. Oh. Aber die Ente. Die Ente hat gesagt, gestern im Livestream hat die Ente gesagt, oh, fair play und so. Können ihr nicht trauen. Oder ihm. Es wird ein super eleganter Flug jetzt hier, oder nicht? Sind wir mal ganz ehrlich. Also, hässlich ist anders, ne? Aber nachts sind alle Katzen grau. Oh ja, 1,38. Naja. Es ist jetzt... Ja, es ist jetzt nicht der Heaven, aber auch nicht Hell on Earth, ne? Da komme ich eh nicht mehr zu Boden, also holen wir uns hier noch ordentlich Tornados. Au, voll der Schlag. Aber egal, es war ein Crit. Critical Damage gemacht. To charge slash. Damage, Damage. Okay, dann nehmen wir alles mit. Was geht. Leute, die Geschwindigkeit ist einfach gut. Der Pinguin ist gut im Futter, ne? Zweiter Sprung für heute. Schon ein richtig guter Sahnesprung hier. Da muss man richtig Sahne haben, ne? Sonst geht das nicht. Oh, oh, oh. Ah, Mist. Warum habe ich denn den Bublé-Fisch jetzt nicht überfahren? So wie ich es hätte tun sollen. Ja, wir versuchen uns erstmal so über Wasser zu halten. Ah, Mist. Ja, Bublé! Ah, guck mal, habe ich ihn geholt. War auch wieder mehr Glück als Verstandkreis, ne? Aber... Da saugt er alles an, da fliegt er einfach davon. Ich will nichts beschreien, aber es sind nicht mehr viele Meter. Es sind nicht mehr viele Meter bis zur gelben Linie der Glückseligkeit. Und immer wenn man einen eigenen Rekord schlägt, ist man bereit, um andere Rekorde einzuholen. Da ist er. Da ist er. Er kommt angedüst. Er lässt sich nicht ärgern. Oh, da hat er wieder einen kleinen Auer gemacht. Oh, da holt er sich nochmal den Fischlo. Garuffalo Fischlo. Da, er fliegt. Die Ente ist geschlagen. Traum. Ein Träumchen. Ja. Oh. Oh. Aber er hat keinen Helm mehr. Das heißt, beim nächsten Schlitz ist es vorbei. Wie im echten Leben, Leute. Zack. Oh Gott, ja. Oder beim nächsten Zapfen. Wow, Alter. 18,5 fast, Leute. Boah, riecht ihr das? Das ist der Geruch der anbahnenden 20. Was ist das hier? Ist das ein Schweißtropfen, der an meinem Arm runterläuft? Das ist warm, ja.
Okay, 35 Grad. Gefällt mir ganz gut. Da holen wir uns die Turbos. Alter. Wie es uns rausschießt. Wir wollen noch ein bisschen steiler bleiben. Guck mal, Paiko hat es auf 6000 Meter geschafft, ne? Er ist angestiegen. Aber wir wollen nicht. Wir wollen nicht runter auf die Erde. Wir wollen in der Luft bleiben. Und wir haben einen eleganten Superflug, Leute. Aber die Ente ist besiegt. Fürs Erste. Danach muss ich wieder in den Urlaub. Wieder. Nächste Woche, wissen ja die einige, bin ich nicht da. Und da hat die Ente genug Zeit, sich zu sammeln, sich zu sortieren, seine Entenfreunde anzurufen. Und dann zu wilden Entengruppenaktivitäten einzuladen, so wie Enten das machen. Schon mal eine Ente allein rumlaufen sehen? Nein, ich nicht. Sie organisieren sich. Oh, Leute, ey. Da kommt der letzte Flügelstoß, um nochmal so ein bisschen gerade Struktur reinzukriegen hier in die Flugbahn. Alter, patz, 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 patz. Boing. Was? Ich dachte, ich flieg für immer. Noch mal ein bisschen Tornados. Wir wollen ja auch in der Spur bleiben, so halbwegs. Oh, was geht hier vor sich? Niemand weiß genau, was hier geschieht. Er flutscht einfach nur wild und heiß. Mit seinem Bauch. Ganz schöner Flutscher. Nicht zu verwechseln mit dem Flutschfinger, der sich bis heute unter demselben Namen verkauft. Oh, 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 yeah. Ach, Leute. Habt ihr gesehen, ey, ich dachte ohne Kack, die wollen mich veräppeln, ne? Ich war neulich im Kaufladen, sage ich jetzt mal. Ja, nicht, dass es wieder heißt, Ölkreuz wird hier bezahlt von irgendwelchen Großunternehmern. Und habe dort festgestellt, dass... Ich habe gedacht, wow, geil, Froof kommt zurück. Weißt du, so, yeah, wir machen ein dickes Comeback und so. Und dann verkaufen die es in so einem merkwürdigen Becher ohne Spielzeug. Leute, welcher Mensch auf dieser Welt ist irgendwie in den Laden gegangen, hat gesagt, Mama, kauf mir Froof, der schmeckt so gut. Keine Sau! Leute! Wer war in dieser Produktentwicklung wieder verantwortlich und hat sich gedacht, ach komm, die paar Euro für ein Spielzeug in dem Becher, für die Rechte, damit wir hier verschluckbare Kleinteile irgendwie verpacken dürfen, ja, sparen wir uns. Und, ja, keine Ahnung. Kein Mensch! Ja, 20.000, Alter, 20.000 Meter, Leute, 20.500 Meter sogar, der Wahnsinn! Ah, das kann mich leicht über die Enttäuschung des Froof-Comebacks hinwegbringen, aber Leute, wirklich, ne? Alter. Ich frage mich dann wirklich immer, wer da sitzt. So, sitzen da so 50 aufwärts Leute, die gesagt haben, ja, oh, das ist eine tolle Idee? Oder sitzen da irgendwelche jungen, frustrierten Menschen, die sagen, ja, komm, scheißegal, wir drucken da, wir haben eine Marke, wir nutzen ein bisschen den Charme der Nostalgie aus, um das mal an ein paar Leute zu verkaufen und dann können wir es eh wieder vom Markt schmeißen. Was ist da passiert? Wirklich, es hat mit Froof doch überhaupt nichts mehr zu tun. Oh! Wow! Ich bin im Weltraum! Wow! Kometen! Was passiert denn hier?
Oh, ich habe den Weltraum gesehen, Leute. Nein, nicht Froop. Ich sag die ganze Zeit Froop. Frufo heißt es, Leute. Oh, Facepalm wieder. Leute, ihr könnt eure Kommentare wieder zurückziehen. Ja, die ihr gerade, wie sie ihr geschrieben habt schon. Zack, 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 raus. Ich bin so schlau. Kreis, ich bin viel schlauer als du. Das heißt Frufo. Könnt ihr euch sparen. Wir wissen es doch jetzt alle. Okay, Frufo heißt Frufo. Leute, Enttäuschung des Jahres 2019. Also wirklich absoluter Gammelscheiß. Kann ich nicht empfehlen. Ist überhaupt nicht ansatzweise das. Was das ist, keine Ahnung. Es ist, als würden sie jetzt Lunchables wieder rausbringen und, ja, kann ich gar nicht beschreiben. Wie kann man Lunchables schlecht machen, ne? So, oh, wir nehmen keine Cracker. Wir nehmen, weiß ich nicht, Tofu-Scheiben. Tut mir leid an alle Menschen, die Tofu mögen. Oder ihr wisst, was ich meine. So schlimm, irgendein Comeback zu versauen, ne? Das ist, keine Ahnung, als würde man sagen, hey, wir haben Freddie Mercury geklont und dann, weiß ich nicht. Stellen sie irgendwie... Ich kann es nicht beschreiben, es ist traurig, es hat mein Herz gebrochen. Wirklich, und nicht nur meins, viele Menschen. Der Shitstorm ist real. Und da gibt es keine Ausreden. Dann hätte man es einfach ganz lassen sollen. Ja, anstatt zu sagen, hey, wir bringen da irgendwie eine Marke zurück, die früher cool war und alle haben sich gefreut. Yeah, wow, Frufo kommt zurück. Kies hat mir geschrieben, Alter, hast du schon gehört, Frufo ist wieder da. Richtig geil, Social Media, Andrang war groß und dann, bam, Leute, damit müsst ihr halt rechnen, ne, dass es euch dann hinten reingeschoben wird, volle Möhre. Jetzt könnt ihr euren Frufo selber löffeln, ey. Das kann man ja nicht mal mehr Frufo nennen. Das ist ja grausam, was ihr getan habt. Also ich glaube, ich persönlich habe auch noch nie so ein schlechtes Comeback erlebt, ne? Also wirklich nicht. Da war, also das Comeback der Backstreet Boys war auf jeden Fall erfolgreicher. Es hatte nicht denselben Andrang wie früher, aber es wurde besser angenommen als Frufo. Und das ist halt schon einiges zu sagen. Oh, Leute, ich war voll verwirrt. Ich war im Space. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Neue Eisshards gefunden. Sehr gut. Froop ist natürlich geil. Tut mir leid, dass ich Froop verwechselt habe mit Frufo. Froop kann man sich mal gönnen. Leider keine... Oh, guck mal. Personality Core Eyes. Die will ich, glaube ich, haben. Komm, wir nehmen mal Personality Core. Oh. Guck dir die Augen an. Der Hammer, Leute. Research Points. Ja, ich kaufe noch einen. Cape Health ist gut. Floor Bounce Elasticity. So, Albatross-Chance. Machen wir die Albatross-Chance mal runter. Minus 2,6%. Weniger Albatross, das ist ja richtig gut. Dann können wir uns jetzt mal hart gönnen. Hohoho! Alter! Richtig nice! Wow! Fop, 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 fop. Ich habe noch nicht genug Albatrosse getroffen heute. Also wenn das schon minus 2% wieder sind, ne? Dann sind wir ja schon vorher überall hingeknallt. Das ist ja... Wow. Das ist unglaublich, oder?
Alter. Okay, bei der nächsten wilden Fahrt sollte ich vielleicht so einen Diamanten auswählen. So, das war der letzte Stoß, den ich übrig hatte. Ich fliege ja so schon über die Ente hinweg. Jetzt kommt der erste Bounce. Was? Okay. Alter, Leute, was geht hier ab? Zieht euch das rein. Das ist Fliegen. Flieg. Flieg. Boah. Haha. So wild und wahnsinnig. Fliegt er davon? Die 20.000 sind kein Hindernis. Wow. Oh. 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 Komm, Junge. Komm. Du schaffst das, kleiner Pinguin. Du schaffst es. Lass dich nicht von all den Hatern unterkriegen. Alles nur Hater. Level 1 Ultra Hater. Oh Mist, ich hätte saugen müssen. Ich habe ja auch noch Saugkraft. Autsch. Oh Mist, kriege ich nicht. Au, es hat wehgetan. Aber ein kleiner Spalt im Weg. Oh, wo ist jetzt der lila Fisch, wenn man ihn mal braucht? Komm schon, with a little bit of bounciness. Mist. Alter, 24.000, Leute. Zieht euch das rein. Jetzt holt er sich die Level. Jetzt holt er sich die Level. Flugdaten. Ach komm, wir nehmen einfach mal jetzt Erfahrung. Ich meine, klar, wird jetzt nicht der beste Flug des Tages, bin ich mir sicher. Aber wir haben einen guten Winkel. Und in dem starten wir durch. Denn meine Rakete, Leute, macht keinen Hehl daraus, die beste Rakete zu sein. Oh, schönes Geld gemacht wieder. Au, Albatros. 2% mehr Chance wieder. Ich habe Albatros Chance, glaube ich, erhöht, oder? Kann das sein, dass ich irgendwie, dass das in die falsche Richtung rechnet? Egal, wir brauchen nur so 10.000, 15.000, ne? So schön, um zu verdoppeln. Wow, ey, das sind Flugdaten hoch hinaus. Es könnte sein, dass das die letzte, ja, ist glaube ich die vorletzte Aufnahme vor meinem Urlaub. Wir haben das Geld, Leute, wir haben das Geld, wir haben die Technologie. Lass dich nicht ärgern, kleiner Pinguin. Du bist und bleibst der beste Vogel da draußen. In der Wildnis, in der Welt, am Horizont. Tja, Ente, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Dafür musst du noch hart trainieren. Wir bleiben oben in der Luft, Leute. Wir bleiben oben in der Luft. Wer ist denn unser nächstes Ziel eigentlich? Guck mal, Rantanplan habe ich überholt. Guck mal, wir sind jetzt schon auf einer sehr guten Strecke. Für Double XP lohnt es sich allemal. Come on, Penguin, light my fire. Ja komm, wir holen uns das letzte Mal richtig Schwung. Richtig schön Schwung. Dann wieder ab nach oben. So, letzter Ausgleich, Flügelabwurf. Saugkraft. Nichts vorhanden, doch wenigstens noch eine Kiste geholt.
Ja, klar. Und ein Albatros. Mein bester Freund zurzeit. Der Alba-Mobs. 2 Minuten 18. Also das ist ja wirklich die Folge der Erfolge. Wenn man da mal nicht wild und heiß wird, dann weiß ich es auch nicht. Da dreht man ja durch. Come on. Okay, los. Okay, ist auf jeden Fall angenehm. Kiste nehme ich mit. Ja, ja, so kriegen wir wieder ein bisschen was, so ein bisschen mehr Luft in die Kurve. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja, wie viele Schlitze hier sind, ne? Was? Guck mal, wie schnell es dann auch immer wieder vorbei ist, ne? Ah. Habe ich mal eben den Level komplett übersprungen. So, mehr Flugdaten. Nee, das sieht mir nicht sicher genug aus hier. Könnte aber an sich ein schöner Flug werden. 31 Grad. Naja, die zerschellen aber auch einfach an meinem Gesicht. Keine Chance. Können wir mal ein bisschen ausgleichen hier. Holen wir uns mal ein bisschen Saft aus der Kurve. Noch ein bisschen höher. Ah, jetzt wird es schon wieder schwächer. Das heißt, wir warten mal wieder, bis wir ein bisschen besseren... Wir sind zu... Ne? Ich habe nicht genug Sturzwinkel jetzt wieder. Um mich halt gerade auszurichten. Aber jetzt, Leute, jetzt schreiben wir richtige Flugdaten. Das davor, das waren Falldaten. Sturzdaten, Sprungdaten. Aber jetzt holen wir uns die Kraft, die wir brauchen. Alter, guck mal, ich fliege locker mal eben 10.000. Aha. Wie wunderbar bist du, mein Freund. Naja. Sprung des Tages? Nein. Aber mit einer der besten Sprünge der Woche? Ja. Definitiv. Au. Voll rein. Aber egal, das war Crit Crash, also kein Schaden am Helm genommen. Boah, Doppel Crit Crash. Ist doch ein ganz guter Helm hier. Im alten Helmut. Los. Haben wir es doch. Sehr schön. Ja, nehmen wir mit hier. Nehmen wir mit den alten Fisch. Ja, das ist so. Oh. Oh. Ich weiß doch nicht wohin mit meinem Kadaver. Es ist so schnell. Boing. Oh. Alter, das Ding, das fliegt aber morgen noch. Der kommt nie wieder am Boden an. Nie wieder kommt er zurück.
Okay, komm, wir nehmen ein bisschen Geld mit. Und den aber noch. Yes! Sehr gut. Ja, easy Level up, Leute. Easy. Basecamp. So. Wing Damage können wir noch runter. Ice Crack Chance. Sollen wir mal, ich mach mal die Ice Crack Chance ein bisschen runter und komm, wir kaufen mal noch einen. Air Crate Money. Mehr Fish Power Up. Air Crate Money. Oil Energy. Air Crate. Okay, letzter Sprung des Tages, würde ich sagen. Klingelingeling. Den sparen wir uns für die nächste Episode einfach auf. Haben wir noch was, ne? Nicht immer alles auf einmal, ne? Ein bisschen genießen. Ein bisschen die Ressourcen nutzen, die man hat. Wow. Jetzt artet das natürlich immer so ein bisschen in die Richtung aus, dass wir ja pro Folge quasi in der Anzahl natürlich weniger Sprünge hinkriegen, ne? Muss man halt auch mitleben. Aber das sind schon echt elegante Sprünge, die wir hier machen. Also da muss erstmal einer rankommen. Guck mal, Ente ist auch einfach als nächstes Ziel gesetzt, ne? So, davor kommt keiner mehr. Also man muss jetzt mittlerweile schon, außer Paiko mit 6000, aber man muss schon einige springen. Ich habe gelesen, Andy M. will sich auch das Spiel kaufen. Mal schauen, bin ich mal gespannt. Aber das sehe ich dann erst, wenn ich from the vacation wieder da bin. Aber jetzt fliegen wir erstmal. Leute, wir fliegen. Wir können diesen Erdball bald komplett umkreisen, sage ich euch. Aber wollen wir gar nicht. Wir fliegen einfach auf den nächsten Planeten und erobern dort den Luftraum. Come on. Oh Mann. Okay, und dann machen wir jetzt hier Flatterflug. Aber desto länger wir hier unten fliegen, desto mehr Luftwiderstand haben wir halt auch, ne? So als allgemeine levelmäßige Blabla. Fällt mir kein Wort zu ein, ist auch egal. 13.000 haben wir geschafft. Wir sind dabei. Wir sollten vielleicht langsam unsere Lizenz-Dings erhöhen. Ich glaube, jetzt schaffen wir schon so gut wie 15 in jedem Jump. 2 Minuten 18 Base Flight gehabt. Und das nicht mal mit Space, als ich im Space war. Aber da war ich auch ein bisschen überrascht von dem, was da gerade mit mir passiert. Deswegen darf man das nicht so... Alter! Der will mich doch vernatzern. Hier unten am Boden bringt die Aura schon fast nichts mehr. Außer Crates sammeln, aber ich bin... zu sehr auf andere Dinge konzentriert, als auf diese Crates dann immer, die dann irgendwo da in der Luft rumbimmeln. Ich suche halt immer so, meine Augen suchen immer nach Dingen, die weich sind, auf denen man landen kann. Oh, ouch. Naja, gut, 16.500 knapp. Damit kann man leben. Wenn jetzt hier ein Fisch liegen würde, boom, 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 Turbo sammeln nochmal, okay. Das wäre eine andere Hausnummer. Aber wir gehen zurück ins Basecamp. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Legendäre 30-Minuten-Folge. Fast. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal. Ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Poliert eure Helme und spitzt eure Flügel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, reingehauen und ciao.